So Leute, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier zu Final Fantasy HD. Final Fantasy 9 im HD Remake. Ja, ihr habt nichts verpasst, wir sind im letzten Part nur noch bis nach hier gelaufen. Aber für die, die dann abgeschaltet haben. Und wir müssen jetzt in Erfahrung bringen, wie wir durch dieses dämliche Tor hier kommen. Wir würden gerne hier durch. Geht nicht, nur diejenigen, die das Ritual der Treue vollendet haben, können passieren. Was soll das denn für ein Ritual sein? Frag den Hohepriester! Und wo kann man den finden? Der läuft hier irgendwo rum. Danke, sehr konkrete Aussagen. Also Leute wie euch kann man echt gebrauchen. Was ist der hier oben? Warte, du bewachst doch hier immer das Ding. Torwache Gindamon. Aber da geht ihr am besten den Hohepriester fragen. Der steckt hier irgendwo. Bist du der Hohepriester? Priester Melemon. Das ist unser Schrein, wo wir unseren Segen von der Sonne und den Göttern erhalten. Also bist du auch nicht der Hohepriester. Da steht was geschrieben. Was ist das denn für eine Zahl? Die Paare, die vom großen Orkus den Segen des Himmels, der Sonne, der Bäume und der Erde erhielten und zur heiligen Stätte aufbrachen, 99 Paare. Ey, dann wären wir das Millenniumspaar. Ist hier was? Nee, kann ich hier hoch? Ja, ey, hochgeglitscht. LOL. Diamant. Ist der irgendwie besonders? Lernt die damit irgendwie Thermometer und Dösen? Wer kann denn dösen? Dösen? Was ist denn dösen? Moment, jetzt muss ich ganz kurz... Ich will's nur wissen, was dösen ist. Trefferquote des Gegners wird gesenkt. Ah, das ist ja cool. Das ist ja cool. Mache ich aber nicht jetzt. Ich wollte eigentlich zu ihm. Er lernt natürlich weiterhin Konter und das so das Stärkste für ihn. Auch Stärke und Abwehr geht hoch. Das ist eigentlich auch so das geilste Item für ihn. Jetzt, ich glaube, jetzt hat er Konter abgelegt, ne? Oder? Hör doch auf! Nein, nimm Tontor. Ja, ne, Konter hat er drin, alles klar. Konter ist halt super stark im... Oh, da könnte ich ihm eigentlich auch noch Kavalier anlegen. Obwohl. Nee, eigentlich nicht. Ist egal. Hab gerade nur überlegt, weil falls er mal angegriffen wird, oder Lili, das würde ja nochmal die Chance erhöhen, dass man Konter bekommt. Bist du der Hohepriester? Hey, du! Bist du zufällig der Hohepriester? Dem ist wohl so, mein Sohn. Ich bin der Hohepriester. Was treibst du denn hier? Hm, grübel, grübel. Auch ein Hohepriester hat so seine Sorgen. Aha, naja, wie auch immer. Wir wollen irgendwie zur heiligen Stätte. Die heilige Schriften besagen, dass nur die, die das Ritual der Treue vollendet haben, sich dem Ort nähern dürfen. Was um alles in der Welt ist denn jetzt dieses Ritual der Treue? Wenn ein Mann und eine Frau den Segen der Götter erhalten und in den heiligen Bund der Ehe treten. Ach so, also eine Art Hochzeit um Flitterwochen? Deine Worte befremden mich zwar, aber es wird wohl etwas so etwas sein. Ja, ja. Wenn wir dieses Ritual also hinter uns haben, dürfen wir zur heiligen Stätte. Lilly, hast du mitgehört? Ist verzwickter, als ich dachte. Aber wenn wir zwei heiraten, kommen wir weiter. Aber das ist wohl Wunschdenken. Von mir aus... What the f... Ihr wollt euch vermählen lassen? Das Ritual ist eigentlich nur für uns Orklinge bestimmt, aber... Ja, in der letzten Zeit will einfach keiner heiraten, wo wir doch dabei ein Paar 99 sind. Paar sind... darüber habe ich mir vorhin den Kopf zerbrochen. Ja, aber so sei es denn. Ihr sollt das 100 Seriums per werden, das den Segen der Götter erhalten soll! Wait. Wie war das nochmal mit dem Mittelteil? Den habe ich nicht so ganz verstanden. Lol. Oh Götter der Berge und der Bäume! Wie kam das hier alles doch noch gleich zustande? Oh, gütiges Licht der Sonne! Um zu dieser vermaledeiten heiligen Stätte zu kommen, müssen wir dieses Ritual vollendet haben. Und fürs Ritual braucht's nun mal Männlein und Weiblein. Moment mal, Lilly. Ist dir eigentlich klar, dass was wir hier machen? Wir heiraten? Schönen guten Morgen, aber sonst kommen wir ja nicht weiter, oder? Ja, aber ich meine, sollte man sich so etwas nicht vorher genauer... Es fängt an!
Ach du Heilige, einfach spontane as fuck. Was hat sie denn nur vor? Normalerweise reagiert sie doch immer total sauer und ist dann gleich eingeschnappt. Die Hoffnung soll eure Kraft sein! Klar, kommen wir dann weiter, aber, ja. Um die... Oh, dieses, das... In welchen Spielen kommt das doch? Ich glaube, im Pokémon Stadium kommt das auch, wenn man mit Schlurp dieses Fressen macht, oder? Dieses... Joho! Um die Hürden des Lebens zu überwinden. Hat sie sich vielleicht echt in mich verknallt? Treue soll euch den Weg erschließen. Dann war es ja echt die richtige Strategie, dass ich im Dorf der Schwarzen Magie so lässig geredet habe. Der Himmel möge euch segnen. Segnen! Oh Mann, ey, das ist so dämlich. Das ist so dämlich, aber man kann so richtig schön aus sich rauskommen. Lilly, jetzt sind wir endlich Mann und Frau. Und der Bräutigam darf immer die Braut knuddeln. Oh, das musste ja so kommen. Verdammt. Jetzt braucht ihr nur noch den Zwillingen neben dem Gemischtwarenhandel einen Besuch abzustatten. Was muss man denn noch alles tun? Das gehört eben zu unserer Sitte. Zu unseren Sitten. Na dann wollen wir doch mal als das 100. Lebenspaar des Dorfes unseren Rundgang starten. Ein Ehepaar... Ein Ehepaar sind wir aber nur, solange wir hier im Dorf sind. Welch harte Worte. Sag mal, Sidan, was sollen wir denn jetzt machen? Ihr? Alles nur nicht unsere Flitterwochen stören. Wollt ihr uns etwa zurücklassen? Ihr werdet sehen, was sich machen lässt. Dann lasst euch doch auch trauen. Wie wär's denn, wenn ihr auch in den heiligen Stand der Ehe treten würdet? Was? Genau, das ist es doch. Derweil machen wir unseren Rundgang. Ein Lebensanfang zu zweit. Schön. Besonders, weil im Deutschen Quina ein R ist. Weißt du, im Japanischen ist Quina wenigstens eine Sie. Das ist okay, aber... Oh, das ist so schön. Um die Hürden des Lebens zu überwinden. Treue soll euch den Weg erschließen. Der Himmel möge euch segnen. Segnen. Ich bin ja so glücklich, Mampf. Ich auch? Ein Dieb. Oh, Glück. Glück im Unglück, ey. Das wäre so homo geworden. Nicht, dass ich was gegen Schwule hätte. Aber hey, komm. Muss nicht sein. Wir sind das frisch verheiratete Ehepaar, Herr und Frau Tribal. Oh, das zweite Mal, dass man den Nachnamen hört. Cheerio, dann brecht ihr also zur heiligen Stätte auf. Ja, dürfen wir jetzt passieren? Cheerio, aber klar, seid vorsichtig und gute Reise. Ja, Gott im Himmel, da mal los. Ein Dieb! Huch. Mogu, beeil dich! Koopa! Oh, wie, oh ja, stehen geblieben, aber. Was passiert? Keine Ahnung. Los, lass mal nachschauen. Nee, ich will zurück. Zurück. Wieder entwischt. Weiter dürfen wir nicht. Wohnt dort draußen etwa noch jemand? Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Die zwei kleinen Racker kommen ab und zu hierher. Ich hätte jetzt gesagt vorbei. Die zwei kleinen Racker kommen ab und zu vorbei und klauen uns unser Essen. Aha. Cool. Good to know, Bro. Aber das nächste Mal kriegen wir sie. Yeah, yeah, yeah. Rhythm is in the house. Ja. Vivi, Quina. Und, habt ihr die Trauung hinter euch? Ja. Da war echt wirklich jemand von meiner Nase echt zu klauen, Mampf. Gut, dann können wir ja wieder weiter. So, ich würde aber gerne erstmal nochmal kurz zurück, ganz kurz zurück nur. Und zwar, der eine hat doch da vorne auch blockiert. Ich will da rein. Hier oben. Hier steht er doch auch immer Wache. Und wir sind ja... Ja! Was ist denn hier? Oh, lol. Einfach... haben sie mich geflaxt. Komm mal einfach nur hier hinten raus. Toll. Toll. Hat's ja gebracht. Ja, komm. Dann gehen wir halt weiter. Das Schlimme ist, ich muss mir jetzt was überlegen. Nanu?
Kondeja-Pater im Berg gegangen. Oh, ich hab was im Auge. Ich bin blind. Coupon. Kleines Mädchen. wie spreche ich die? Keine Ahnung. Dieses kleine, aufgedreht, wild. Blablabla. Schnell, Mogu. Wir müssen schnell weg, sonst schnappen sie uns noch. Nee, das ist doof. Oh Mann, immer so viele verschiedene Stimmen. Das ist so super schwer. Besonders, weil die auch immer so schnell wechseln. Kupo! Ja, er hat doch... Ja. Was hast du, Mogu? Nee, so kreichig will ich sie auch nicht machen. Dann muss ich das die ganze Zeit machen. Was hast du, Mogu? Nee, was hast du, Mogu? Was hast du? Und in meinem Kopf hört sich das alles beschissen an. Und nachher in der Aufnahme denke ich mir wieder, ey, das eine war ganz gut, ha? Warum hast du es nicht die ganze Zeit gemacht? Was hast du, Mogu? Kupo! Warte! Wo willst du hin, Mogu? So, da hänge ich nun. Selbst Mogu hat mich verlassen und jetzt bleibt mir hier nur der einsame Tod. Mogu, wenn ich sterbe, dann komme ich als Geist wieder und suche dich heim, hörst du? Oh, schwind mir schon die Sinne. Jetzt sehe ich sogar schon Menschen ohne Hörner. Und der eine da hat sogar einen Schwanz. Also, hinten. Hä? Hilfe! Nein, bitte, bitte friss mich nicht. Ich schmecke doch überhaupt nicht. Hörst du? Ich schmecke ganz furchtbar, glaub mir. Quina, sie sagt, sie schmeckt nicht. Schmeckt nicht? Das ist Radiomampf. Aber der Mogri vorhin, in so eine Farbe hab ich noch nie einen gesehen, Mampf. Na, dann fresse ich halt den, Mampf. Nein, 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 das geht auch nicht. Nein. Hab ich dich. Hm. Ja, aber, was? Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Bist du auch nicht verletzt? Ich sagte doch, ich sei in Ordnung. Ne. Täusch dich bloß nicht, ich bin kein kleines Kind, so wie der blaue Knirps da. Aber, Dida und ich, wir schauen doch ungefähr gleich alt aus, oder, Sidan, Lilly? So, ein ohne Verschämtheit. Und wer soll überhaupt Dida sein? Ich habe auch einen Namen. Und zwar heißt sie Aiko. Und sie ist damit unsere Zweiteilerin im Team. So, Volk von Mensch. Sie ist doch kein Mensch, Alter. Sie hat ein Horn, sie hat Flügel, obwohl die Flügel, glaube ich, am Rucksack sind, wie man hier sieht. Die hatte wirklich Flügel. Ha, okay. Also sie scheint zum Volk der Menschen zu gehören. Hat Besonderheit Horn, ist Geschlecht weiblich, wie man zu sehen scheint. Sie ist 6 Jahre alt, also ungefähr wirklich so alt wie Vivi. Aber Alter, die kann echt gut sprechen für 6 Jahre alt, oder? Ich will sie ja jetzt nicht irgendwie runterwirtschaften, aber ey, Alter, 6 Jahre? Die ist auch verdammt groß für 6 Jahre. Die hat wirklich ein kindliches Gesicht, aber 6? 10, 12 hätte ich vielleicht verstanden, wenn dann Sidan und so 18, 19 sind. Aber 6? Ja, sie ist Rechtshänderin. Komm, ist okay. Aiko. Haus rein, Aiko. Genau. Aiko heiße ich. Ist das nicht ein wunderschöner Name? So, und jetzt, wo du den Namen von Aiko weißt, wäre es da nicht mal langsam an der Zeit, dich vorzustellen? Das ist ja wohl das Mindeste an Höflichkeit. Ich mag nicht. Was meinst du? Ich heiße Lilly und der Junge hier ist Vivi. Aha. Und wie heißt du? Ich bin Sidan. Aha, Sidan. So. Sag mal, warum hast du das Dorf vorhin beklaut? Ich hatte halt Hunger, Mann. Na, das ist aber mal ein Grund. Erinnert mich irgendwie an Quina. Apropos Quina, ob er wohl wirklich den Mogri verdrückt? Was sollen wir denn machen? Aiko will nicht, dass er Mogu frisst. Nun ja, ich glaube zwar nicht, dass Quina einen Mogri verspeisen würde, aber... Aiko, wo ist eigentlich dein Zuhause? Ganz schön weit da drüben, Mogu. Ist vielleicht schon vorgeflogen. Wollen wir Aiko nach Hause begleiten? Gewiss. Der Wunsch meiner geliebten Frau ist mir Befehl. Hä? Ihr seid verheiratet? Ja, gerade vorhin haben wir... Unsinn. Wir sind nur Freunde. Friendzone. Right in the face. Alter, so richtig schön. Wir haben geheiratet, aber wir sind nur Freunde. Platonisch. Ist halt... Sowas macht man halt.
Wahnsinn. Aber immerhin nennt sie mich schon ein Freund. Ach, so ist das. Fein, dann will Aiko auch euer Freund werden. Na, dann sind wir uns ja alle einig. Also, Aiko, wo wir ja jetzt Freunde sind, also sind wir ja auch gefriendzoned, begleiten wir dich gerne bis nach Hause. Ja, auf jeden Fall tun wir das. Denn wir haben jetzt Aiko im Team anstatt von Quina. Ich würde Aiko aber ganz gerne nicht in die aktive Position, sondern in die Verteidigungsposition setzen. Aber die auch so stehen lassen. Ein Heiler außen, ein Heiler innen, das ist gut. So, und sie hat die Golemsflöte, mit der sie direkt immer Regena lernt. Und Leute, immer Regena ist einer der stärksten Spells, Abilities, die ich kenne. Also, ohne Witz. So, wir geben ihr auch erstmal hier direkt, dass sie Sachen lernt, die sie aktiv benutzen kann. Na gut, Shell oder Vita, wenn sie hier mit Vitra lernt, ist eigentlich egal. Aber sie kann nämlich hier zum Beispiel Fenrir lernen. Und Fenrir, ja, ist ein Gott. Boah, sie lernt hiermit sogar Regina, Alter. Dann ist sie das. Und Engel Ability, Alter, die lernt richtig krasse Scheiße. Ja, denn sie ist jemand, ihr wird es nicht für möglich halten, aber die auch Götter rufen kann. 4 Stück. Wobei einer... Doch, 4 Stück. Und einen davon bekommt man erst sehr, sehr spät. Sehr, sehr spät. So, ich würde jetzt erst einmal ganz nochmal ganz kurz zurückgehen. Nach hier oben, gucken, ob hier was ist. Da ist nämlich was. Haha. Naja, doch, komm, ist okay. Hier wollte ich gucken. Och, Manno. Aber jetzt würde ich einfach mal Fenrir rufen. Nur um euch den mal zu... Was ist mit dir kaputt? Achso, das ist sie. Das ist Aiko. Das Problem ist jetzt, dass sie sich sehr ähnlich sehen, was unten das Menü... Toll. Stirb, Junge. Ah, ich hab doch jetzt Bio. Ja, die physischen Attacken verfehlen natürlich jetzt. Aber jetzt, Leute, sehen wir mal Fenrir. Geroll der Natur. Und Fenrir ist ein Gott, den Lily nicht lernen kann. Ne? Das ist Aikos Special Gott, sozusagen. Und wie man sieht, macht er Erdschaden. Ne? Das ist jetzt wohl auch logisch. Boom. Eine Eule mit Fist. Butz. Ist er tot? Ey, meine... Lily, das war doch gerade ein Bestie, oder? Ich glaube schon. Dass du auch beschwören kannst, verblüffend. Ja, und deswegen habe ich das provoziert. Sie kann immer nur noch Hamu. Nein. Oh, verdammte Hacke, ich wollte mal Bio einsetzen. Ja, und sie kann nämlich auch beschwören. Heilen und beschwören. Sie ist so ähnlich wie Lily. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie genau oder ähnlich so stark ist. Weil wir können jetzt erstmal hier die... Ich habe voll vergessen, die Abilities anzulegen, weil immer Regina, das ist im Kampf immer im Regina-Zustand. Das heißt, die heilt einfach über Zeit, einfach die ganze Zeit live. Einfach die ganze Zeit. Und das ist ein Spell, der ist auf jeden Fall für jeden zu lernen. Also, sobald den einer kann, wird der so voll angelegt. Das ist awesome, weil dann fällt die Heilerrolle eigentlich so gut wie unter den Tisch. Dann können die Heiler auch Schaden anfangen zu machen. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Was ist das hier? Eine blaue Steintafel. Hau raus, man. Blaue Steintafel, cool. Was macht die? Kann ich mal... Item? Machen wir erstmal hier ordnen. Na, ich wollte zu den... Mano, wertvolles. Ah! Weltkarte. Die Weltkarte ist ein Furcht, bla bla bla. Prallmeier. Die... Achso, die Stadtboysünen Dergon und den Duft vor Gordon Coffee in der North... Das ist er erleben. Versteckter Kaffeekenner Sina. Ach so! Die Stadt Boysünen. Dardong und den Duft. Keine Ahnung. Sonnenuntergang. Ach so! Die Stadt bei Sonnenuntergang und den Duft vom guten Kaffee in der North. Das ist erleben. So. Blaue Steintafel. Blaue Steintafel. Reines Wasser fließt wie der Strom der Zeit. Es quellt und wogt dahin, erzählt. Von einer vergangenen Zeit wie mein Leben selbst. Urpriester. Der Virgo ist eine von den Stellatia. An der Brandung der untergehenden Sonne murmelte Virgo. Ich hege nur einen Wunsch. Ich möchte die Zeit jetzt und hier mit dir verbringen. Und Tafelbruchstück. Ach so. Das habe ich ja gefunden mit dem Chocobo.
Tafelbruchstück. Hoch am Himmel, ein weiteres Existenz des Grauens. Ist ein Schicksal seine Vernichtung. So nimm diese Tafel als Wegweiser. Ja. Das kommt aber viel später. Das erzähle ich euch jetzt noch nicht. Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Oh, wir haben die 20 Minuten voll. Eigentlich... Ah, komm, wir laufen hier noch ein bisschen rum. Kann ich hier rüberspringen? Nee, kann ich nicht, ne? Schade. Gut, dann einmal hier rüber. Ich will da oben noch die Schatztruhe haben. Da kann man nämlich hier hoch. Genau. Dann ist hier noch eine Schatztruhe. Mit einem Zelt. Wow. Aber es geht mir eher hier um die Steintafel. Rote Steintafel herausnehmen. Steht da auch irgendwas drauf? Ich habe mir die noch nie durchgelesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, echt? Das rote Antlitz des Feuers ist gut und böse. Ein vom Himmel erteiltes Werkzeug muss mit reiner Seele berührt werden, sonst erscheint das Böse. Das ist alles vom Hohepriester. Ist ja cool. Zwei Steintafel, rot und blau. Da gibt es bestimmt noch mehr von. Habe ich so im Urin. Okay, hier geht's lang. Hier geht's hier runter? Nee. Hier geht's... Was ist hier? Hallo? Hä? Hä? Ich konnte doch hier... Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht die Mücken, die da rumgeflogen sind, dass man die fangen kann oder so? Oh nein. Oh nein. Da ist auf jeden Fall eine Pflanze, die ist schwach gegen Feuer. Ja. Ja. Ich muss jetzt leider mit Lilly... Genau. Gemach. Kann ich das irgendwo mit heilen? Schwächt viel. Ah, die kann auch... Ah, verfehlt. Sehr gut. Ach so, das ist Eiko. Hups, falscher. Nochmal Feuerer. Sehr stark gegen das Vieh. Natürlich, ist eine Pflanze. Alles klar. Stirb. Geht doch. Weil das ist ein sehr starkes Vieh, das kann super harte Statuseffekte hervorrufen und das macht keinen Spaß. Wenn du alle vier vergiftet hast oder so eine Scheiße, das ist einfach nicht mehr lustig. So, und ich gehe nochmal ganz kurz zurück und gehe nach vorne und gucke, was das war hier mit dem... Hä? Ich konnte hier doch was anklicken. Ey! Ein Talisman, Zelt und Äther, her damit! Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Ich würde mich erst noch... Moment, wer bist du? Susuna? Nee, Mognet wollte ich. Mognet? Ich hätte so gern einen Brief. Brief an Kupo und an Moki. Oh, wo sind die denn, Alter? Kann ich hier noch weiter? Ich kann... Ah, nee. Da will ich noch nicht lang. Weil da geht's rein theoretisch weiter. Hier geht's aber noch... Genau. Ach so. Das ist ein Loch, wo man rote Steintafeln einstecken kann und blaue Steintafeln. Das ist ein Loch, wo man... Wie viele brauche ich denn? Hä? Also hier ist eine dicke Statue, wo man die reinsetzen kann. Wo sind denn die restlichen Statuen, Alter? Hä? Also ich speichere kurz. Und dann machen wir den Rest im nächsten Part. Ist ja egal. Aber hier kann ich nicht weiter. Ha! Ha, ha, ha. Ich bin leicht überfragt. Ich speichere Kupo. Dankeschön, Kupo. Und dann würde ich sagen, mit dem Spiel, mit dem Save, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Also, 16 Stunden, 50 Minuten. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt noch genauso viel Spaß wie ich. Denn das ganze Spiel wird bestimmt nochmal dieselbe Zeit, wenn nicht sogar viel, viel länger gehen. Also, haut rein, danke fürs Zuschauen. Wir haben Eiko endlich kennengelernt und haben damit fast unser Team komplett. Oh, Moment, was macht der Talisman eigentlich? Das ist doch bestimmt für dich. Kannst du mit irgendwas Cooles lernen? Talisman, Talisman, Talisman? Nee. Was ist denn der Talisman? Nee, hä? Man kann sie mit den Elfenohrringen... Ach ja, Regina lernen. Hautportion Shell, Engel, Vitra. Also die kann mit Items übelst krasse Sachen lernen. Hä, was ist denn der Talisman? Mach mal ordnen. Nee, ich wollte gucken. Talisman. Das ist auf jeden Fall keine Waffe. Hä? Ist das ein wertvolles Item? Nee. Talisman? Bin ich blind? Ach da, Talisman.
Hebt Zustandsveränderung Zombie auf? Was denn Zombie, Alter? Ja, alles klar, Leute. Seht ihr, da lernen wir wieder ein paar Sachen dazu. Haut da rein, danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Part.